Hallo Welt, da sind wir wieder. Auf einem Raumschiff. Naja, eigentlich auf unserem Raumschiff, aber ich weiß nicht, ob wir uns daran so gewöhnen sollen. Warum liegt hier so viel Müll oben rum? Hier auch. Gibt's was Neues? Naja, wir haben irgendwelche Spacer zurückgeschlagen. Keine Ahnung, wofür das gut ist. Okay. Ja, ja, irgendjemand hat wieder was zu motzen jetzt. Ja, mal sehen. Ja, das Übliche, ja. Wir müssen mal aufräumen, unser Inventar. Oh, Peacekeeper. Das ist das Teure, oder? Wert 18.000. Ja, das wollten die verkaufen für 23. Wir hätten es fast gekauft. Aber so viel Schaden richtet das hier nicht an. Nee, das muss doch ein anderes sein. Das, was wir da hatten, das hat 100, über 100, 104 Schaden hat das angerichtet. Das ist ja nichts hier. Naja, okay, ein Peacekeeper, ja, ist immerhin das Gewehr ohne Modifikation oder was? Nö, ist doch alles dran. Nee, steht eigentlich nichts dabei. Erweitertes Magazin, verdoppelt die Basiskapazität des Magazins, verlängerter Lauf, Laservisier, Reflexvisier, zwei Visiere? Ergonomischer Kolben. Ja, vielleicht behalten wir das erstmal. Ach, schon wieder so eine Rettungsaxt. Umzingelt, je geringer die Gesundheit, desto höher der Schaden. Erschütternd, geringe Chance, Gegner zum Taumeln zu bringen oder taumeln zu lassen. Mhm, furios. Aufeinanderfolgende Treffer verursachen jeweils höheren Schaden. Ui. Was ist denn das überhaupt? Kaliber 50. Reichweite 40. Naja, egal. Wir werden es ja nachher sowieso nochmal einsammeln und uns angucken, aber vielleicht ist irgendwie so der Oberhammer an Waffen dabei. Kammerjäger plus 30 Schaden bei Aliens. Das ist jetzt der Kammerjäger. Mhm. Dann Gift verursacht zufälligen Giftschaden und verlangsamt das Zehil. Reflexvisier, Schalldämpfer. Flechette-Munition. Das ist eine Schrotflinte, oder? Oh, das richtet Schaden an, aber was ist denn das? Munition? Hüllenlos? Mark 2, was ist das? Distanz 17, ach, das ist ja nichts. Schrotflinte steht doch oben. Ja. Nochmal eine Grendel. Nochmal eine Axt, Rettungsaxt, Kammerjäger auch. Ach ja, das ist ja schön. Sowas sollten wir eigentlich immer in des Captains Safe haben. Können wir hier auch gleich reinlegen. Kammerjäger plus 30% Schaden bei Aliens und Medideep.
Chance, dass Menschen bei Tod zusätzlich Medipacks hinterlassen. Ah, Menschen, ja, deswegen. Wir hatten ja einmal aus Versehen einen Alien erschossen damit und wollten gucken, ob da Medipack drin war, aber da steht's ja, nur bei Menschen. Kaliber 45. Na gut, Entschuldigung, das legen wir mal oben rein. Was ist das? Die habe ich auch noch nicht gesehen. Umzingelt. Je geringer die Gesundheit, desto höher der Schaden. Kurzer Lauf. Auch Schrot, ja. Erfahren im All. Plus 30% Schaden im All und minus 15% Schaden, während du dich auf einem Planeten befindest. Auch wieder typisch All. Auch sowas sollte man dann eigentlich hier in den Spind legen oben. Deep Raccoon. Erinnert mich. Ja, an Prey, genau. Antiballistik. Blei gefüttert. 25 Strahlungsresistenz. Oh, das könnte nochmal nützlich werden. Tiefe Minen, das ist aber nicht unser Ding, oder? Ja, wir brauchen ja nur den. Genau diesen hier. Was haben wir hier? Ah, wir haben hier noch einen Rucksack mit einem einfachen Boost Pack. Dash Boost Pack. Helm. Don't use Constellation kaputt. Ein Sammlerstück. Ja, alle Sammlerstücke. Bis auf des Hackers brauchen wir nicht. Welcher ist denn jetzt der bessere? Müssen wir gleich mal gucken. Ja genau, den Space Trucker behalten wir. Okay, des Hackers Helm Navigator. O2 optimiert, plus 20% Sauerstoffkapazität und Hacker, plus zweimal maximale automatische Versuche, die beim Hacken für später aufgehoben werden kann. Das andere ist Antiballistik, minus 15% erlittener physischer Schaden durch Fernkampfschaden. Sauerstoffkapazität. Ja, okay, dann nehmen wir das mit der Sauerstoffkapazität. Fernkampfschaden ist auch gut, aber somit hat er zwei eher ungewöhnliche, besondere Sachen drauf. Ja, das Ding haben wir doppelt. Cyberware. Ja, tut mir leid. Ich muss sagen, so die Outfits sind... Bis jetzt habe ich keins gesehen, von dem ich sagen würde, wow, das sieht ja stark aus. Außer manchmal so, wow, ja, das ist besser als die anderen. Die Farbe gefällt mir bei manchen, also bei diesem hier jetzt nicht. Das, wie gesagt, das sieht aus wie so ein abgemagertes Teletubby. Das ist doch nicht... Also Bethesda hat doch auch so schöne Rüstungen gemacht. In Skyrim waren doch auch schöne Sachen dabei. Oder in Fallout 4 waren, ja okay, ein paar waren doch auch ganz nett davon. So 3, 4 gab es da. Ja, hier wahrscheinlich auch dann. Muskelshirt, Weltraumschurke.
Ja, Lederkleidung. Das ist, Können wir die Kleidung irgendwie wenigstens behalten? Dass wir die sofort unten in unseren Spind legen. Oh, eigentlich will ich alles in den Spind legen. Ach so, müssen wir die Munition abwerfen? Die wiegt ja eh nichts. Müssen wir nur nachher wieder einsammeln. Erste Hilfe lassen wir mal. Ressourcen. Und sonstiges. Ah, nochmal so ein Motorrad. Wie schön. Hey, das war aber eine schöne Tasse. Okay, Notizen. Jetzt geht's rund. Barrett, persönliche Slate. Ich hätte jetzt richtig Lust auf Chunks. Da gehe ich als erstes hin, wenn ich zu Hause bin. Ich muss für so lange Trips echt mehr Snacks einpacken. Boom, Pop, mit Rhabarber, vielleicht ein Müsli. Irwin hat immer super Studentenfutter gemacht, mit kleinen Marshmallows als Sternen. Das vermisse ich. Ach, so viel dazu. Bleakhaus haben wir gelesen. Obstkeller haben wir gelesen. Dracula haben wir gelesen. Dringende Aufgabe. Hey, Joseph, auch, das ist das mit den Feuerlöschern, oder? In der Werkstatt im Landeplatz, Schlüssel. Wo sind die Feuerlöscher? Ja, Feuerlöscheraufgabe. Geheime Außenposten. Treue gegenüber der Crew, schon klar, aber scheiß drauf. Tötet, wenn es sein muss, um nach Denebola IB zu gelangen. Dort gibt es einen geheimen Außenposten, eine einmalige Gelegenheit. Schwing deinen Arsch dahin, sonst bereust du es für den Rest deines Lebens. Das geht nicht weg. Harte Zeiten. Erstes Buch, Aussaat, Kapitel 1. Das einzig Notwendige. Was ich will, sind Fakten. Diesen Jungen und Mädchen sollen ausschließlich Fakten gelehrt werden. Ja, das haben wir gelesen. Kaminrote Hütte haben wir gelesen. Die Fortsetzung vom Obstkeller. Dann Kettenbrechen. Ich glaube, das haben wir am Anfang irgendwann mal gelesen. Ein Auszug aus Lubov Songs Roman Kettenbrechen. Über eine alternative Realität, in der Mars Rover zu Bewusstsein und Autonomie gelangten, sich vervielfältigten und den Mars kolonialisierten, bevor die Menschen es konnten. Larysa lächelte einfach nur. Die Maschine blinkte weiter und gab leise Töne von sich, während ihre Servos unschlüssig wirbelten. Doch Maschinenkommunikation war Larysas Stärke. Sie betätigte die Knöpfe an ihrer universellen Com-Einheit und die LEDs blinkten rasch als Antwort auf ihre Eingaben. Ja, das haben wir gelesen. Leitfaden für Chunks-Personal haben wir gelesen. Die Kunden wissen gar nichts. Okay, Moby Dick haben wir gelesen. Nicholas Nickleby haben wir gelesen. Nova Galactic brauchen wir. Und Rechnung für... Achso, das ist das Trident Luxury Ding.
Wie versprochen, was ist das? Ach, Cygnus. Science oder Cygnus. Hier sind die Waren, wie versprochen. Sind es 8% unserer wertvollsten Sachen? Es läuft wie immer. Verrätst du mich ans Hauptquartier, verpetze ich dich bei der Handelsaufsicht. Beal. Okay. Große Frage, was machen wir mit der Schmuggelware? Am besten rauswerfen, oder? Wenn wir keinen Ärger haben wollen. Ja, ich bin nicht so dafür, dass wir das machen. Wenn, müsste ich auch sicher sein, dass es klappt. Wir wissen ja gar nichts im Moment. Und wir wissen, doch, wir wissen, dass wir jedes Mal, wenn wir uns einer größeren Stadt nähern, gescannt werden. Und da wir gegen diese Scans noch keine Idee gefunden haben, ergibt das keinen Sinn, die Schmuggelware mitzunehmen. Außer, wir sind bereit, vielleicht kann man die ja bestechen, aber ich glaube eher, wollen wir das? Ah, das waren die Notizen. Sonstiges haben wir auch schon aussortiert. Zupzarup. Warum können wir da nicht mehr springen? Ach so, ist die Decke hier so niedrig. Oh, hier fliegen auch überall schon Dinger rum. Danke für das nette Gespräch. Sofort ab oder willst du noch warten? Und so, liebe Welt da draußen, wird man Schmuggelware los. Was sagen unsere Aufträge? Ach, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. In dieser Folge sind wir Schmuggelware losgeworden. Naja, das hört sich in der Überschrift so an, als hätten wir geschmuggelt und hätten sie dann irgendwie an den Mann gebracht. Fies, oder? Wenn ich jetzt reinschreibe, so wird man Schmuggelware los. Ja, das schreiben wir lieber nicht. Wir sagen mal... Aufräumen auf dem, wie heißt das Schiff hier eigentlich? Kann man das irgendwo sehen?
Aufräumen, Inventar aufräumen auf der Ecliptic Stiletto. Ja. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.